Teile plündern. Ja, nur richte ihn hier so auf, das ist doch gerade erst, ist da gerade erst passiert. Ich hole ja gleich noch ein paar Teile raus und dann schmeiß ich das weg, keine Sorge. Und dann müssen wir uns von Sebastian so langsam verabschieden, weil guck mal auf die Uhr. So. Schöne Müllkram. Zack, wegwerfen. Und er geht schon wieder. Wo geht er eigentlich immer hin? Achso, er muss jetzt los. Okay, jetzt geht er wirklich. Gut. So, dann erstmal deinen Apfelmus. Bisschen Spaß bräuchten wir. Okay, Stereoanlage funktioniert wieder. Gut, okay, wir hören erstmal die Todesmelodie zu Beginn. Auch gut. Ob das ein Vorzeichen ist? Können wir eigentlich noch SMS schicken? Schicken wir eh noch schnell eine Liebes-SMS. Ich liebe dir, weil ohne du kann ich nicht bin und so. Ich staune, dass Isabella jetzt die letzten beiden Tage nicht kam zu uns. Da staune ich direkt. Ja gut, okay, man muss sich ja auch nicht jeden Tag auf den Hals setzen. Ich meine, wenn wir bald zusammen wohnen, dann ist es ja sowieso so. Können wir hier, ich glaube, wir können hier nicht so, doch, wir können hier so ein bisschen reingucken. Können wir hier auch richtig, warte mal, wenn ich hier, nee, so können wir nicht reingucken, okay, schade. Ich habe es ja hier so ein bisschen ähnlich gemacht, wie bei uns drüben, weil mir dieser Look einfach auch gefällt. Gucken, aber wir können sie, war sie da? Liegt sie im Bett? Wir spannen mal ein bisschen. Ich glaube, nee, sieht nicht so aus. Also ich glaube, also wenn sie zu Hause ist, dann können wir es wahrscheinlich nicht sehen. Okay. Okay, und der pumpt weiter, auch gut. Jetzt sind wir inspiriert. Okay, dann gehen wir inspiriert ins Bett. Machen wir mal die Gruselmucke aus. So, wir müssen ja bald wieder aufstehen. 7 Stunden, 6 Stunden, ja, siehst du. So, Programmieren nicht begonnen, verdammt. Wir hatten nicht die Tagesaufgabe gemacht. Sehr unwohl, weil muss pushen. Ja, dann mecker nicht rum, sondern geh pushen. Okay, Hunger geht. Komm, dann Spiel spielen wir eigentlich ganz gut gerade. Oder? Naja, Spaß, ja gut. Nee, aber wir werden nicht schreiben. Warte mal, programmieren. Rechnung bezahlen. Wieso hat der noch nicht die Rechnung bezahlt? Was ist da los? Haben wir das nicht vorhin gesagt, dass er Rechnung bezahlen soll? Wow. Ja. Was mut, das mut, ne? Programmieren da. Hacken. Ja, komm. Hast leider keine Zeit. Wir könnten uns auch natürlich frei nehmen, aber nee. Wir sind jetzt gerade erst befördert worden, da können wir nicht gleich wieder frei nehmen. Also können schon, aber ich meine, wir sind immerhin Projektmanager. So, danach noch kurz soziale Chronik überprüfen.
Machen das noch bis halb, würde ich sagen. Also, was heißt bis halb? Also, bis 30 Minuten vor Arbeitsbeginn waren wir noch programmieren. Und dann gucken wir noch mal kurz ins Netzwerk rein. Wir haben schon wieder Hunger. Wir müssen unterwegs, also auf Arbeit essen. 25% erledigt, ja, gut. Besser als gar nichts, ne? Gucken wir mal. Ja, wie sieht's aus? Aha, aha. Kennethoy. Das ist aber nicht bei uns hier. Will er immer mit dem Maus hinzeigen. Nur so ungewohnt. Hier hingehen? Nee. Okay, okay. Mhm. Also du, wie geht's? Okay, der Kopf weg, auch schön. Das ist ja wegen, glaube ich, Ego-Perspektive, ne? Da verschwindet ja sowieso dann der Kopf. Wir müssen zur Arbeit. Husch, husch. So, ja, angespannt, ich weiß. Lass mal heute ruhig angehen. Was soll's. Wir sind sowieso gestresst vom vorherigen Arbeitstag. Lass mal das jetzt mal ruhig angehen. So, 16, gleich haben wir Schluss. Da sind wir wieder. Schon sind wir wieder glücklich. Was haben wir denn? Glücklich wegen Arbeit? Oh, okay, schön. Nee. Ich werde mal Isabella anrufen und fragen, ob sie rumkommen möchte. Ich halte das für eine gute Idee. Reisen, Urlaub nehmen, reisen, nein. Warte mal, kurz Pause machen. Service engagieren, nee, 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 nee. Okay, machen wir erstmal hier das Instagram und so. Können wir hier ein Ereignis können wir planen, aber... Plaudern mit, machen wir so. Isabella. ...36 Follower, okay. Das ist gut. Ah, hier können wir das machen. Okay. Ich rufe dich gleich nochmal an. So, da bin ich wieder. Ich will gerade nicht alleine sein. Da ist er ja schon. Sie rennt schon mal vor. Das ist schön. Ja, hä? Na gut, alles klar. Wie ihr möchtet. Einladen, über Nacht zu bleiben, das ist sehr gut. Fragen wir sie gleich. Oh. Das ist so süß. Die Bienen. Was stinkt denn da schon wieder rum? Ah. Räume auf, ist ja ekelhaft und hier kannst du auch mal sauber machen. Nein, zurück. Kann ich nicht. Ach so, das ist der Kühlschrank, ist gar nicht der Herd. Verdorbenes Essen aussortieren. Hatten wir so viel? Wohl, wir hatten noch ein paar Sachen drin, ne? Jetzt haben wir... Ja, natürlich. Geht sie jetzt schlafen? Ja, gut, geh schlafen. Ja, hallo. Ab ins Bett mit dir, Kleines. Ist angespannt.
Duschen kannst du später machen. Wieso? Hä? Sie ist doch da? Das verstehe ich jetzt nicht. Schatz ist doch da, ist doch alles gut. Oh, jetzt geht auch gleich alles kaputt. Mann, was ist denn hier los? Was soll denn bitte? Danach können wir das auch gleich reparieren. Denn hier die Pfützlein aufwischen. So, was hat er denn hier eigentlich dekoriert? Okay. Mhm. Glücklich wegen Arbeit, okay. Ah, das hier verstehe ich nicht. Sie ist doch da. Sie ist doch nur im Schlafzimmer. Sie schläft nur. Sonst ist doch alles gut. Okay, 14 Stunden bis zur Arbeit. Wir fangen schon wieder an zu stinken. Danach aufwischen. Dann Titel plündern. Ja, eine Menge zu machen im Haushalt. Eine Menge zu machen. Menschen, sei doch nicht angespannt. Was ist denn hier los? Achso, schmutzig. Ja, gut, okay. Schmutzig, du gehst gleich duschen. Aber erstmal. Hier ist schon nichts mehr aufzuwischen, das ist gut. Wegwerfen. Ja, du kannst gleich duschen. Alles gut. Du kannst mal baden, genau. Oder nee, nicht normal baden, sondern du kannst ja eigentlich mal ein Schaumbad nehmen. Ruckel, was ist los hier? So. Kannst mal einen schönen Schaumbad nehmen. Wir haben schon wieder Hunger. Pushen müssen wir auch. Und danach schlafen. Würde ich sagen, gehen wir danach pushen. Dann, ja, zu Abendessen, ne? Ein Gourmet-Menü zubereiten. Hm, Knoblauchnudeln, oh, lecker. Oh, ja, bitte. Gourmet-Obstkuchen, ja, das macht... Alter, 40 Simoleons kostet der? Den hat sie uns ja zum Beginn gebracht. Schön. Leider mögen wir den nicht, also in-game. Komm, die machen wir. Die Viererportion machen wir danach. Essen noch mit Isabella, wenn es geht. Und dann gehen wir schlafen. Falls es jetzt wirklich zu spät werden sollte, nehmen wir entweder frei oder gehen ein bisschen später zur Arbeit. Ich meine, wir kommen sowieso immer zu später, von daher ist es doch wurscht. Wir müssen auch noch Programmieren weitermachen, ne? Wenn ich mich recht entsinne. Ja, Programmieren nicht begonnen. Immer programmieren, immer arbeiten. Aber ja gut, okay, muss sein, wa? Oh, say dinner! Ja, komm. Du bist sauber. Raus aus der Wanne. So. Jetzt gehen wir noch schnell pushen. Ja, er nickt fast ein. Wie lange haben wir denn eigentlich noch, bis er einnickt? 2 Stunden? 2 Stunden. Das wird echt knapp. Das wird schon wieder sehr, sehr, sehr knapp. So. Wir haben gerade eine Menge. Unwohl, weil hungrig. Unwohl, weil müde. Unsicher, weil Schatzi nicht da, obwohl sie im Bett liegt. Achso, Feinschmecker. Ich wollte schon sagen, hä, wir können auch kochen. Ah, es klappt besser. Also er schneidet sich auch nicht mehr so oft. Das ist sehr gut. Eine gelbe Paprika ergibt eine leckere Nudelsauce und Zeugs und so. Ja, gut.
Es wird ein bisschen besser. Langsam. Langsam, aber sicher. So, und hier kannst du natürlich gleich ein Gericht nehmen zum Essen rufen, bitte. Sie lässt sich gar nicht stören. Sie schläft weiter. Aufwecken, komm essen! Du Stück! Drobis Vera? 41 Minuten. Ah, chul, chul. Good luck. Storm of Flame. So, jetzt zum Essen rufen. Und dann Pasta essen. Oder so. Mach ich das hier weg. So. Jetzt essen wir getrennt. Na toll. Und danach schlafen. Unbedingt schlafen danach. Wie ist es denn geworden eigentlich? Normal. Okay. Das ist gut, damit kann ich leben. Man kriegt doch keine Bauchschmerzen. Hoffentlich. Die Couch hier ist viel zu groß. Aber sie ist cool. Wir könnten auch mal einen neuen Fernseher gebrauchen. Wa? Warte mal, lass mal kurz gucken. Ich gucke jetzt erstmal auf den Preis. Das ist eigentlich auch cool. Sieht auch cool aus. Warte mal. Spaß 6, Zuverlässigkeit 5, Spaß 7. Ich glaube, wir rüsten mal ein bisschen auf, wa? Den hier lieber. So. Haben wir uns mal ein bisschen was Besseres gegönnt. So, erstmal schneller. Wo macht denn drei Stunden jetzt. Okay. Auch gut. Jetzt konnte ich es wieder nicht spielen. Okay. So, Isabella ist noch. Komm, mach ich auch weg. Hier kann ich es wieder nicht wegmachen. Doch. So, es ist er. Ja gut. Sie durchforstet dann erstmal wieder unsere Festplatte. Bah, was hast du nie gefunden? Mein Browserverlauf? Oh Mann. Ja, wir bräuchten auch so langsam ein besseres Bett. 9 Stunden bis zur Arbeit, okay, das sieht gut aus. Sie übt Gitarre. Ach schön. So was bei uns auch. Also sie spielt ja auch ein anderes Instrument. Okay, jetzt guckt sie wieder nach unserem Browserverlauf oder chattet. Ja komm, können wir jetzt ein bisschen beschleunigen alles. Ja, neues Bett wäre eigentlich auch jetzt in Zukunft nicht das Schlechteste. Aber gucken wir denn. Schauen wir denn, mache ich denn wahrscheinlich bei der nächsten Aufnahme, würde ich sagen. Und sie legt sich auch nochmal schlafen, das ist schön. So ist es schön. Wisst ihr was, heute schlafen wir mal aus. Ist egal, ob wir zu spät zur Arbeit kommen. Wir essen ja in einer Stunde.
Wir haben sogar noch eine halbe Stunde Zeit. Das ist gut. Dann kannst du dir ja hier Reste nehmen. Was da zum Frühstück? Können wir doch noch kurz was essen? Aufwecken. So. Nee, komm. Dann lass sie schlafen. Lass sie einfach schlafen, wenn sie. Ich dachte, wir können ihr einfach so, wir können jetzt einfach so dann noch einen Kuss geben. Irgendwie. Ah, das lassen wir dann. Sie freut sich des Lebens. Oder des Traumes. So. Rückenschmerzen wegen billigem Bett. Okay, ja gut, dann müssen wir jetzt wirklich... Dann müssen wir jetzt wirklich ein neues Bett kaufen. Was soll der Geiz? Geht ja nicht, dass wir die ganze Zeit Rückenschmerzen haben. Das geht nicht. So, man ist arbeiten. Ruhig angehen, das machen wir nochmal. So, mach's gut, Süße. Du musst schon wieder pushen, aber gehst nicht. Du bist eh ne. Moment, jetzt holen wir erstmal ein besseres Bett. Was ist denn das jetzt hier für eins? Das ist doch. Moment. Ach gut. Warte mal. Ist das hier? Nein, das ist nicht. Unwohl. Mhm. Ist ja gar nicht mit bei, ja? Kann das sein? Energie, Stress gemildert, okay. Was sind denn hier diese. Gut, okay, das ist noch nicht. Alter, Energie 10. Nicht schlecht. Nicht genug Geld, ja, alles klar. Doppelbettsystem, Energie 6. Das kostet aber auch über 2000. 1920. Energie 5. Was haben wir hier noch? Energie 4. Ich guck extra nach Doppelbetten, weil er Isabella hier auch einziehen soll. Also wäre das Beste. Ja. Das ist schon ein bisschen besser. 1055 Euro. 1390. Entweder das hier oder das hier. Lass mal gucken, wie sieht denn das in einer anderen Farbe aus? Mhm. Ja, das würde hier wahrscheinlich Isabella gefallen. In rosa. Ich glaube, wenn denn so. Wie sieht das andere? Wie sieht es bei den anderen aus? Was haben wir hier? Hier haben wir nicht so viel Auswahl. Das ist hier schon fast das Beste. Aber ich glaube, wir nehmen denn das hier. Das sind schwarz, würde ich sagen. Ne? So, sieht fast so aus wie das andere. Ich muss ja erstmal das hier verkaufen. Ciao. Und das hier reinstellen. Zack, was soll's. Was soll's, können wir uns eigentlich nicht leisten, aber... Ich meine, wir müssen ja, es muss uns ja gut gehen. Okay, wir haben schon eingestellt. Ja, dann beschleunigen wir das mal. Angespannt, weil Isabella nicht da ist, oder? Ja, wahrscheinlich. Das Radio dudelt wieder die ganze Zeit. So, gut.
Was müssen wir machen? Programmieren müssen wir immer noch. Okay, wie geht's uns denn? Okay, alles gut soweit. Würde ich sagen, programmieren wir mal eine Runde. Virus programmieren, Spiel modifizieren, Plugin programmieren. Gut, dann programmieren wir mal eine Runde. Und dann würde ich sagen, ja, belassen wir es heute, ne? Belassen wir es heute dabei. Ich gucke nur noch mal kurz, vielleicht meldet sich ja gleich noch Isabella. Dann kann sie noch gerne rumkommen. Hat es gelangweilt? Langweilige Arbeit. Selbstsicher, okay. Programmieren, üben. Aber Isabella scheint sich jetzt nicht zu melden. Gut. Essen müssen wir auch. 50% erledigt, das ist sehr gut. Aber wisst ihr was? Ich glaube, dabei belassen wir es jetzt mal. Ausnahmsweise. Belasse ich es jetzt dabei. Warte mal, ich möchte hier noch ranzoomen. So. Ja, gut. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und hoffe, ihr hattet euren Spaß. Wie gesagt, das ist jetzt wirklich nur eine, ja, was heißt kleine Aufnahme. Ich meine, es sind auch immerhin wieder fast 2 Stunden gewesen. Also nicht knapp 2 Stunden, also etwas über 1 Stunde und 45 Minuten. Wandert, also so ungefähr. Ich hoffe, das ist jetzt in Ordnung. Ist jetzt nur so für zwischendurch erstmal, damit es hier wieder weitergeht. Ich wollte ja auch, dass es endlich mal wieder weitergeht. Gut, okay. Dann hoffe ich, ihr hattet euren Spaß und würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Also bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.